Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute würde ich gerne mal besprechen, warum wir manche Artikel ganz einfach nicht im Sortiment haben. Wir haben ja oft Leute da, passiert aber auch online, die uns fragen, ob wir diese und jene Artikel führen und was wir davon haben, und es geht ja von allen zigtausend Ausführungen. Und heute würde ich gerne mal ein bisschen näher darauf eingehen, warum wir keine BH-Controller verkaufen. Bis jetzt, Stand April 2022, vielleicht ändert sich ja noch das Ganze. Aber jetzt erstmal, warum verkaufen wir eigentlich keine BH-Controller? Also die Sache ist die, vielleicht muss ich das zuerst noch erklären. Ein BH-Controller ist ein Steuergerät, das ihr an die CO2-Anlage anschließt, und das hat, wie der Name schon sagt, eine pH, also pH-Wert-Sonde, die ins Aquarium kommt. Und auf dem Gerät selber gibt man dann ein, wie viel Carbonathärte hat man und was ist der Wunsch pH-Wert. Und dadurch regelt die Sonde, wie viel CO2, also Kohlensäure, in euer Aquarium hineinkommt. Denn der CO2-Gehalt reduziert ja, je nach Carbonathärte, euren pH-Wert. So viel zur Theorie, und man muss auch sagen, es gibt Aquarien, in denen das sehr, sehr gut funktioniert. Das will ich gar nicht bestreiten. Der einfache Grund, warum wir das nicht benutzen, ist, wir haben als Standardbodengrund in unseren Aquarien Soil. Und Soil ist ein aktiver Bodengrund. Was bedeutet jetzt aktiver Bodengrund? Das heißt in erster Linie, der kümmert sich um unsere Pflanzen, das ist mega praktisch. Aber das heißt auch, der kümmert sich auch um unsere Wasserparameter. Das heißt, Soil reduziert sowohl die Carbonathärte als auch den pH-Wert ohne die Zugabe von CO2. Und vielleicht für alle unter euch, die das jetzt schon verknüpfen können, ergibt sich das von selbst, warum wir das nicht verkaufen. Weil die Kombination aus Soil und pH-Controller ganz, ganz schwierig ist. Durch die Zugabe vom Soil habt ihr einfach einen pH-Wert, der von alleine sich verändert, für gewöhnlich ins saure Milieu. Genau dasselbe gilt für eure Carbonathärte. Angenommen, ihr benutzt Leitungswasser mit einer Carbonathärte von 5 Grad, macht dann euren Wasserwechsel im Aquarium und der Soil reduziert die Carbonathärte im Laufe der Woche, sagen wir jetzt mal um die Hälfte, dann ist es ganz, ganz schwierig, die pH-Sonde genau einzustellen. Ihr müsstet jeden Tag checken, wie hoch ist jetzt die Carbonathärte, dann müsstet ihr es am pH-Controller aktualisieren. Und dasselbe gilt auch für den pH-Wert. Wenn ihr auf der pH-Sonde 6,8 das pH-Wert einstellt, der Soil aber ohne die Zugabe von CO2 den pH-Wert hinunterdrückt oder sogar weiter hinunterdrückt als 6,8, dann würde der pH-Controller eurer CO2-Anlage nie starten. Und das ist ja total blöd, weil wir montieren unsere CO2-Anlage nicht, um den pH-Wert zu regulieren. Wir montieren unsere CO2-Anlage, damit wir einen CO2-Gehalt in unser Wasser hineinbringen. Wir streben für gewöhnlich irgendwas zwischen 20 und 30 Milligramm in unseren Aquarien an. Und da geht es mir gar nicht darum, ob ich den pH-Wert damit beeinflussen könnte. Mir geht es wirklich darum, dass meine Pflanzen über und über mit CO2 versorgt sind, also mit Kohlenstoff, um wirklich jeden Tag, den ganzen Tag aus den Vollen schöpfen zu können. Und der pH-Controller, der wäre mir da im Weg. Der wäre einfach keine Unterstützung. Und dann muss man dazu sagen, ein pH-Controller ist kein günstiges Stück Technik, das ist auch kein einfaches Stück Technik. Ihr müsst die pH-Sonde richtig warten, ihr müsst sie regelmäßig eichen und ihr müsst sie regelmäßig austauschen. Und wenn euch das Gerät dann noch dazu keinen Vorteil bringt, sondern eher schon einen Nachteil, ich denke, dann erklärt sich von selbst, warum wir dieses Teil für Aquascaping mit Soil generell einfach nicht empfehlen können. Okay, also so viel zum pH-Controller und warum wir den nicht so gut finden. Wir benutzen natürlich trotzdem ein bisschen Technik rund um unsere CO2-Anlage. Zumindest eine Nachtabschaltung, also ein Magnetventil, würde ich euch wirklich nahelegen. Wir haben auch schon eine ganze CO2-Playlist, die verlinken wir euch natürlich gerne. Und ich denke, das wichtigste Gadget, das wir verwenden in Verbindung mit einer CO2-Anlage, ist der CO2-Dauertester. Also dieses kleine Glasgefäß mit der Indikatorlösung drinnen, die einen Farbumschlag macht. Die hat nämlich unterm Strich immer recht. Wenn die grün zeigt, also den Eichwert, dann haben wir entweder 20 oder 30 Milligramm CO2, je nachdem, welche Lösung drinnen ist. Und wenn sie blau ist, dann haben wir weniger. Und wenn sie gelb ist, dann haben wir mehr. Und danach richtet sich die Einstellung unserer CO2-Anlagen.
Falls ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann bleibt ihr auch in Zukunft auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann regelmäßig, also zurzeit zweimal die Woche. Weiters würde mich noch interessieren, habt ihr noch Fragen, was für Artikel wir denn sonst noch nicht im Sortiment haben? Auf den einen oder anderen kann ich euch bestimmt einen Grund nennen, warum es nicht so ist. Vielleicht haben wir aber auch einfach auf manche Artikel vergessen. Und ich freue mich da auf eure Anregungen in den Kommentaren, weil alles, was ihr braucht und was wir für gut befinden, das bieten wir euch gerne an. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi, Baba.